Und nach den 57 der Eisbären gegen Iserlohn hier in der O2 World haben wir einen weiteren Gesprächspartner, auch einen Torschütze. Das ist der Nummer 12, Laurin Brauner. Lolla, Glückwunsch zum Sieg, 6 Punkte Wochenende. Aber ein denkwürdiges Spiel heute. Ich war 5 Gegentore, kassiert man nicht alle Tage, wenn man auch gewinnt. Ja, das auf jeden Fall nicht. Aber wir wussten halt, wie gesagt, dass Iserlohn 6-0 gewonnen hat. Und das ist das gibt einen gewissen Schwung, das gibt Selbstvertrauen. Und wir wussten halt vor allem Powerplay, sind sie stark mit dem York, Tyson Mullock und so, da haben sie welche, die das können. Und ja, das haben wir denen leider zu oft gegeben und dadurch haben sie uns halt direkt 4 Dinger eingehauen im ersten Drittel. Also der Schlüssel an dem Fall mal zum Sieg war der zweiten Drittel, also ich kam in der Drittelpause, hat Baxi gesagt, ja, die Hauptsache ist, wir haben kein Tor reingelassen. Siehst du das auch so, dass der Konstanz da wieder gefangen wurde im zweiten Drittel? Ja, auf jeden Fall und wir hatten halt auch weniger Unterzahlen, das ist halt der Punkt gewesen, das wollten wir am Anfang direkt vermeiden, haben es leider nicht und dann haben wir es abgeschaltet und dann hast du gemerkt, 5 gegen 5 sind wir die schnellere Mannschaft, die aggressivere und die wir halt, ja, die mehr macht und dadurch haben wir dann auch das Ding gedreht. Okay, du spielst zurzeit, ich meine, da überzahlt bist du auch überaus zu sehen, auch in Unterzahl, aber in dieser 3-3 bei Even Strength Ice, du warst heute aufgrund der Verletzungen von vorhin Christensen, die waren nicht da in der dritten Reihe. Mit den Neuzugang Chris Barr und mit Danny Weiss, teilweise sah das an rechter schneller Linie, sage ich mal. Die Reihe hat ein bisschen in sich. Wie war es für dich, mit Weiss und mit den Neuzugang zusammenzuspielen? Na, es macht super Spaß. So, wenn man Weiss hat, ein super Bulli-Spieler, der defensiv super stark ist, aber so offensiv halt auch. Und Chris Barr ist halt jemand, der rennt. Und das mag ich generell, wenn jemand rennt, mit dir in die Ecke geht und kämpft an dem Puck. Und der ist so ähnlich wie Christensen, finde ich. Und das macht dann halt Spaß. Und sag mal, es fällt gar nicht auf, dass einer raus ist quasi, einer fehlt. Das ergänzt sich ziemlich gut bei uns. Und ja, es kann so weitergehen und hoffentlich geht es so weiter. Das hoffen wir auch. Ein 6-Punkts-Wochenende ist immer schön zum Auftakt in der deutschen Eishockey-Liga. In diesem Sinne Glückwunsch an dich und Glückwunsch an Mannschaft, Laurin Brauner.